Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. In diesem Video möchte ich euch die Partialbruchzerlegung zeigen. Die Partialbruchzerlegung braucht man hauptsächlich beim Integrieren, aber man kann sie auch so einfach mal anwenden. Es gibt auch andere Anwendungsbeispiele dafür. Die Partialbruchzerlegung hat eigentlich einen Sinn: man hat einen Bruch, ihr seht diese gebrochene rationale Funktion hier, und möchte die jetzt als eine Summe von Brüchen schreiben, in der jede Nullstelle nur isoliert vorkommt. Das heißt, ich möchte, ihr seht hier, x plus x2 minus 1 hat zwei Nullstellen, das ist die dritte binomische Formel. X2 minus 1 hat die Nullstelle 1 und minus 1. Das heißt, ich kann x2 minus 1 schreiben als x plus 1 mal x minus 1. Und die Partialbruchzerlegung hat jetzt folgendes Ziel. Ich möchte einen Bruch mit x plus 1 und einen Bruch mit x minus 1 als Nenner haben. Und davon ist Summe von diesen Brüchen. Dann kann ich das alles ganz einfach integrieren, weil das zu integrieren ist nicht so einfach. Man muss es wirklich in die Partialbrüche zerlegen. Also wir versuchen das jetzt als Summe von Brüchen zu schreiben. Also haben wir uns das hier überlegt. Wir wollen also wir können unsere Bruch, also auch so schreiben, x geteilt durch x plus 1 mal x minus 1. Und jetzt wissen wir wollen das als Summe von Brüchen mit diesen Nennern schreiben. Das heißt, wir sagen einfach, a geteilt durch x plus 1 plus b geteilt durch x minus 1. Das ist unser Ziel. Wir müssen also a und b irgendwie bestimmen. Was nun hier noch weitergeht, wir können hier natürlich jetzt den Hauptnenner bilden, dann können wir nicht diesen Bruch und diese zwei Brüche viel besser vergleichen. Nun, um den Hauptnenner zu bilden, das ist ja ganz einfach hier in dem Fall, x plus 1 mal x minus 1. Naja, was habe ich mit diesem Bruch gemacht? Ich habe ihn mit x minus 1 erweitert, das heißt auch a wurde multipliziert mit x minus 1. Plus b, was habe ich mit dem Bruch hinten gemacht? Ich habe es erweitert mit x plus 1, also steht hier b mal x plus 1. Und nun muss ich also diesen Bruch hier und diesen Bruch, diese beiden Brüche sollen gleich sein. Und wann sind die gleich? Naja, wenn der Nenner schon gleich ist, muss also der Zähler gleich sein. Das heißt, ab jetzt reicht es mir, den Zähler zu betrachten. Und im Zähler steht ja x hier ist gleich a mal x minus 1 plus b mal x plus 1. Und ich muss jetzt hier schauen, dass ich a und b bestimmen kann. Also wir suchen a und b, dass das erfüllt ist. Ihr seht, so einfach scheint es noch gar nicht zu sein. Das sieht man nicht direkt. Was können wir da machen? Wir multiplizieren da einfach mal aus. Dann steht hier ax minus a plus bx plus b. Auch jetzt erkennt man noch nicht, was wir eigentlich machen müssen. Nun, ihr seht, hier steht nur x. Das heißt, wir fassen es mal zusammen. Hier steht a mal x und b mal x. Also habe ich ax plus bx. ax plus bx. Und jetzt möchte ich das x ausklammern. Ich klammer das x aus. Naja, steht da nur noch a plus b. Das ist genau das gleiche. Also kann ich auch hier hinschreiben a plus b mal x. Und das Ganze plus b minus a. Was kann man jetzt hier machen? Wir können die Koeffizienten mal vergleichen. Denn wir sehen, hier steht eine 1 vor dem x. Das schreibt der Mathematiker nicht, aber wir wissen ja, x heißt ein x. Soll es gleich sein wie a plus b mal x. Da hinten kommt auf jeden Fall kein x mehr vor. Wir suchen ja reelle Zahlen für a und b. Somit können wir sagen, naja, dann wissen wir ja definitiv, 1 muss das gleiche sein wie a plus b. Und wir wissen auch, hier kommt kein Skalar vor.
Also hier steht nicht plus 2, plus 3, plus irgendeine andere Zahl. Das heißt, B und A müssen sich gegenseitig aufheben, es müssen nicht zusammen 0 geben. Das heißt, wir wissen auch, 0 muss sein B minus A. Und daraus können wir sofort schließen, dass A und B gleich sein müssen. Sonst würde nicht B minus A 0 ergeben. Also A und B sind gleich. Wenn A und B gleich sind, wissen wir aber, dass ich A plus B, also nichts anderes als 2A. Das heißt, 2A sollen 1 sein. Nein, wenn 2A 1 sind, muss A 1/2 sein. Also A und B sind das gleiche und wir haben festgestellt, es muss 1/2 sein. Nun, wenn wir das wissen, können wir unsere Partialbruchzerlegung durchführen. Wir wissen jetzt nämlich, dass x durch x² minus 1 dasselbe ist wie 1/2 durch x plus 1 plus 1/2 x minus 1. Und jetzt könnte da das Integral zum Beispiel viel einfacher berechnen. Was natürlich für die Details dann noch die 2 jeweils hier in den Nennern sind. Was man noch dazu sagen muss, das klappt wunderbar, wenn jede Nullstelle einfach vorkommt, weil alles einfache Nullstellen sind. Ihr kriegt ein Problem, wenn ihr einen Bruch habt, wie zum Beispiel x durch x² plus 2x plus 1. Das seht ihr jetzt auch direkt schon, ein ganz einfaches Beispiel, die erste binomische Formel, also das ist nichts anderes als x durch x plus 1 und das Ganze zum Quadrat. Wenn ich jetzt versuche, das wieder, wie gerade eben, aufzuspalten in die Nullstellen, also a durch x plus 1 plus b durch x plus 1, dann seht ihr, der Hauptteil ist schon gebildet. Ich habe hier das hoch 2 verloren, wenn ich es wieder auf den Hauptteil bringe, hier drüben. Das kann man gar nicht vergleichen. Und da muss man tatsächlich das so machen, dass man diese zwei Nenner nimmt, also x plus 1 und x plus 1 ins Quadrat. Wenn ihr dann a und b rausrechnet, dann kommt ihr auch wieder auf eine Lösung und es funktioniert auch da. Nun, danke, dass ihr reingeschaut habt. Wenn euch das alles gefallen hat, dann klickt mal auf Gefällt mir, abonniert uns bei YouTube und beehrt uns bald mal wieder.